Wieder zurück, eure Kochmützen. Und heute machen wir Ananas-Mango-Spieße. Gegrillte. Dazu brauchen wir natürlich Ananas, Mango, Limette, weißen Rum. Man kann auch braun nehmen. Etwas Ahornsirup, kandierten Ingwer, Joghurt und Puderzucker. Ich hacke jetzt den kandierten Ingwer in kleine Stückchen. Und ich bin jetzt gerade dabei, unsere schöne Ananas von ihrer Schale zu befreien und danach in Stücke zu schneiden. Ich habe jetzt den Ahornsirup und den klein gehackten karamellisierten Ingwer in den Joghurt gemacht. Und das verrühre ich jetzt alles einmal. Ich bin gerade dabei, unsere schöne leckere Mango erst einmal zu schälen und danach ein Stück zu schneiden. Ich schäle das Grüne oder Schabe, wie auch immer, das Grüne von der Limette ab. Und jetzt presse ich den Saft aus den Limetten und aus den Limettenhälften. Meine ich natürlich. Und dann gebe ich den Limettenabrieb, den Rum und den Saft zusammen. Ich stecke gerade unsere schönen Spieße zusammen. Unsere Spieße habe ich vorher ins Wasser gelegt, damit sie ein bisschen aufkühlen und das dann halt später nicht passiert. Ich bestreiche jetzt unsere Spieße schon mal mit der fertigen Marinade, die ich davor zusammengemixt habe. Wir legen jetzt unsere Spieße hier in eine Grillpfanne. Und das kann man auch richtig super dann im Sommer schön auf dem Grill legen und dann hat man eine tolle Beilage. Ja, unsere leckeren Ananas-Mango-Spieße sind jetzt fertig und wir probieren die jetzt nochmal mit unserem leckeren Dip. Mmh. Oh, wirklich lecker. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Eure Kochmützen.